Ein Blick über Europas Grenzen hinaus jetzt. Dürfen auch Nicht-Muslime zu Allah beten? Natürlich, sagen etwa Angehörige von Christentum und Judentum im arabischen Raum, die genau das seit Jahrhunderten auch tun. Denn Allah ist für sie nichts anderes als das arabische Wort für Gott. Ähnlich ist das im asiatischen Malaysia. Dort ist der Islam Staatsreligion. Und weil fundamentalistische Gruppen an Einfluss gewonnen haben, wurde vor 2 Jahren per Gesetz angeordnet, dass das Wort Allah von Nicht-Muslimen nicht mehr verwendet werden darf. Doch ein Gericht hat dieses Gesetz Ende 2009 außer Kraft gesetzt. Brandanschläge radikaler Muslime auf rund 12 Kirchen waren die Folge. Ein Bericht von Alexander W. Rauscher. Still ist es geworden um dieses Gebäude, das bis vor wenigen Wochen eine Kirche war. Rollbalken verbergen das Innere der Tabernacle Church in Kuala Lumpur, die im Jänner Ziel eines Brandanschlags wurde. Die Gläubigen mussten eine Alternative zur Andacht außerhalb der Stadt finden. Das Gebäude ist nicht mehr verwendbar. Auslöser des Zorns radikaler Muslime: die Entscheidung des obersten Gerichts, ein vor 2 Jahren erlassenes Gesetz außer Kraft zu setzen, das Nicht-Muslimen die Verwendung des Wortes Allah verbietet. Dem Kläger der katholischen Zeitung The Herald wurde Recht gegeben. Das Gesetz verstoße gegen die Verfassung. Allah war nie ein Wort, das ausschließlich von Muslimen benutzt wurde. Es wurde bereits zu Jesu-Zeiten verwendet, in Aramäisch. Das Wort Allah existierte schon, bevor es überhaupt den Islam gab. Erst jetzt gibt es ein paar wenige, die die Verwendung ausschließlich Muslimen zugestehen wollen. Das war zuvor nie so. Pater Lawrence legte historischen Fakten vor, die auch das Gericht überzeugt haben. Zum Beispiel aus dem Jahr 1631. Es ist eines der ersten Bahasa-Englisch-Wörterbücher. Einige dieser Wörterbücher liegen sogar im Vatikan auf. Auch andere Worte, die vom Verbot betroffen waren, finden sich darin. Allah. Gerne gibt sich Malaysia das Image eines modernen, hochentwickelten und weltoffenen Staates. Es ist ein multiethnisches, multikulturelles und multireligiöses Land. Der Islam ist Staatsreligion und Konversion, der Übertritt zu einer anderen Religion, ist verboten. Mit einer wesentlichen Ausnahme allerdings: zum Islam darf man konvertieren. Von diesem Recht wird ausführlich Gebrauch gemacht. Manchmal, so hört man, selbst gegen den Willen von Gläubigen. Dennoch, Hindus, Buddhisten, Christen, ihnen allen ist Religionsfreiheit garantiert und als Recht in der Verfassung verankert. Nach den Brandanschlägen auf die Gotteshäuser hat die Regierung zwar Sicherheitsmaßnahmen angeordnet und versprochen, dass die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen würden. Dennoch sind vor allem Christen besorgt, dass der Konflikt politisch ausgenutzt werden könnte, um konservativ-muslimische Wähler zu gewinnen. Ich kann das grundsätzlich verstehen, dass Muslime das Wort Allah für ihren Gott beanspruchen und nicht wollen, dass Nicht-Muslime es benutzen. Aber wenn Sie sich in die Lage derer versetzen, die seit Generationen das Wort Allah für ihren christlichen Gott verwenden, wie sollen denn die jetzt plötzlich ihren Gott nennen? Ich glaube, hier sind einige verwirrt. Menschen, die das Wort Allah nur von Muslimen hören, denken unterschwellig, dass es sich bei diesem Wort um einen persönlichen Namen handelt. Und deshalb bezieht sich Allah für sie immer auf den Gott der Muslime. Aber wenn Sie arabische, hebräische, semitische Sprachen kennen und die linguistische Verwendung, dann wissen Sie, dass Allah kein persönlicher Name ist. Allah bezieht sich auf den einen Gott, den Schöpfer. Und diesen Bezug gab es bei Muslimen wie bei Christen. Wenn Allah also kein persönlicher Name ist, sondern eine allgemeine Bezeichnung für den Schöpfer, können Muslime kein Copyright für diesen Namen beanspruchen oder ihn als ihr Eigentum ansehen. Hochhäuser und Moscheen finden sich hier in unmittelbarer Nähe. Trotz Modernisierung und dem Versuch, sich zumindest nach außen hin liberal zu geben, sind seit rund 20 Jahren Tendenzen einer Islamisierung spürbar, die man sonst nur aus der arabischen Welt kennt.
Zum Allah-Konflikt schweigt das offizielle Malaysia unter Premier Najib Razak. Jeder Kommentar in die eine oder andere Richtung könnte ja bei der nächsten Wahl Stimmen kosten. Marina Mahathir hingegen schweigt nicht. Ihr Vater war 22 Jahre lang Premierminister. Sie setzt sich für Menschenrechte ein und ist über die Tendenzen in ihrem Heimatland besorgt. Wissen Sie, ich hasse das, wenn man Islamisierung an sich als etwas Schlechtes darstellt. Denn wenn Sie Islam richtig verstehen, dann stünde Islamisierung für mehr Gleichheit, mehr Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung. Das ist Islam. Aber wenn Sie die Interpretation von konservativen, meist männlichen Muslimen zulassen, die aus patriarchalen Systemen kommen, dann führt das zu weniger Gleichheit, zu Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Das ist genau das, was jetzt passiert. Um die überwiegend muslimische Wählerschaft buhlt natürlich auch die Opposition. Und weil die oppositionelle Gerechtigkeitspartei immer stärker wird und die Regierung eine Wahlniederlage nach der anderen einfährt, versucht die, den gegnerischen Parteivorsitzenden zu diskreditieren. Anwar Ibrahim, verheiratet, Vater von 6 Kindern und Muslim, steht vor Gericht. Der unbewiesene Vorwurf: Er habe einen jungen Mitarbeiter sexuell missbraucht. Dennoch ist er einer der beliebtesten Politiker des Landes und nach wie vor bestimmt er die Oppositionspolitik. Aus rein religiösem, theologischem, islamischem Blickwinkel betrachtet, ist dieser Streit um Allah kein Thema. Haben Sie in den vergangenen 1400 Jahren davon gehört, dass sich Muslime damit auseinandergesetzt hätten? Nein. Das wird nur jetzt vom gegenwärtigen Regime veranstaltet, um von Themen wie Korruption, Kriminalität und Unterdrückung abzulenken. Aber das ist gefährlich. Denn wenn Sie mit den religiösen Gefühlen der Menschen spielen und Religion verwenden, um sie zu provozieren, dann ist das die Saat für Zwietracht und Spannungen. Das wird von der Regierung inszeniert. Der Streit um Allah scheint daher noch lange nicht ausgestanden. Die Regierung hat beim obersten Gericht bereits Einspruch gegen das Allah-Urteil erhoben. Die Verwendung des Wortes Allah soll wieder Muslimen vorbehalten bleiben. Und konservative Muslime und Vertreter der Regierungspartei diskutieren sogar über eine Änderung der Verfassung, die die derzeit herrschende Religionsfreiheit einschränken könnte. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich Malaysia bewegen wird.